Im Laufe des letzten Jahres kam es auf wichtigen Wertschriftenmärkten in den USA zu einem ebenso unerwarteten wie heftigen Zusammenbruch. Ich kann mich noch an einen Spruch erinnern, den ich mal gesagt habe, das ist nicht lange her. Ich glaube, die UBS ist so gut, dass sie keinen grossen Fehler mehr machen kann. Möglicherweise ist das auch der Moment, dann, wo man besonders aufpassen sollte. Herr Hospel, wissen Sie was? In den 30 Sekunden, wissen Sie, was man da sagen kann? Ich hätte Sie in meinem Leben nie getroffen. Der Verlust ist absolut unglaublich und riesengroß. Und dass das möglich war und sich so entwickeln konnte, das muss durch weite Schichten durch die Bank durchgegangen sein. Das geht einfach nicht! Man ernst. Wir sind erwachsene Leute und haben Aktien und haben Tausende von Franken verloren. Und sie haben Millionen! Drei Banken haben mehr oder weniger ihr ganzes Eigenkapital verloren. Oder mindestens zwei davon. Die UBS ist eine, Merrill die andere. Und Citigroup ist in einer ziemlich ähnlichen Lage. Wir sind da reingeschlittert. Wir haben das nicht gut gemacht. Es ist von der Geschwindigkeit, vom Ausbreiten in die verschiedenen Marktsegmente sicher etwas, was ich noch nie erlebt habe in meiner Karriere, und viele Ältere sagen das Gleiche. Wegen der Krise auf dem amerikanischen Immobilienmarkt musste die UBS bisher 40 Milliarden Franken abschreiben. Weitere Abschreiber sind wahrscheinlich. Lieber Marcel, du hast diese Bank über Jahre hinweg zum Erfolg geführt. In den letzten Monaten saß dein Lebenswerk in mancherlei Hinsicht in Gefahr. Dies hat niemanden schmerzlicher getroffen als dich. Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel tritt zurück. Die renommierte Großbank in tiefer Krise. Wie konnte das passieren? Ein Film von Hans-Jörg Zumstein. Das Jahr 2004. Die UBS ist auf Erfolgskurs. Marcel Ospel hat den Zusammenschluss Bankverein, Bankgesellschaft gemeistert. Entstanden ist die größte Vermögensverwalterin der Welt. Weit höher sind als was Sie. Jetzt soll auch ihre Investmentbank die Nummer 1 werden, kündet Marcel Ospel an. Die aggressive Wachstumsstrategie markiert den Beginn des Falls. Die Ankündigung als solches ist nicht problematisch, sondern problematisch ist nachher, was damit gemacht worden ist. Dass eben im Grunde genommen der Ehrgeiz falsch und teilweise auch ohne die richtigen Bedenken und die richtigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden sind. Der neue Verwaltungsratspräsident Peter Kurer. Sein Bericht an die Aktionäre, der Shareholder Report, analysiert, was die UBS falsch gemacht hatte. Keine andere betroffene Bank spricht so offen über die Fehler. Stamford in der Nähe von New York, die UBS Investment Bank. Hier beginnen die amerikanischen Händler die von Ospel verordnete Aufholjagd. Der Handelsraum, der sogenannte Trading Floor. Er ist zu jener Zeit bereits der größte der Welt. So groß wie zwei Fußballfelder zusammen. In dieser riesigen Halle werden später Milliarden in den Sand gesetzt. Markus Granziol, heute Vermögensverwalter, hat bis ins Jahr 2002 die Investmentbank der UBS geleitet. Er kennt die Kultur der Händler.
glaube, wenn man falsche Ziele vorgibt oder zu aggressive Ziele vorgibt, fast naiv, an einem Händler kann das unglaublich verheerend sein. Also, ein Händler hat den Eindruck, wenn ich es nicht mache und wenn ich risikoavers bin und vorsichtig bin, dann werde ich erstens nicht zahlt Ende Jahr und unter Umständen verliere ich sogar meine Stelle. Der Konzernchef heißt damals Peter Wuffli, ein eher risikoscheuer Mensch. Die aggressiven US-Händler hätten ihn belächelt, sagen viele. Ich arbeite mit Marcel Ospel seit vielen Jahren zusammen. Wir sind ein sehr starkes, gutes Team. Wir werden uns ausgezeichnet ergänzen. Zunächst eilt Konzernchef Peter Wuffli von Erfolg zu Erfolg, von Rekordgewinn zu Rekordgewinn. Das ehrgeizige Ziel rückt näher. Good morning and welcome on this. Guten Morgen und willkommen an diesem sonnigen Tag, der sehr schön die guten Nachrichten symbolisiert, die wir Ihnen heute kommunizieren. Später wird er über Menschen wie den Busfahrer Johnny Pitt stolpern. Pitt kauft zu dieser Zeit in Oakland, Kalifornien, dieses etwas baufällige Haus für stolze $430,000. Was ich an meinem Haus am meisten liebe, ist, dass es frei steht. Der Vermittler offerierte alles. Die Finanzierung, das Haus, alles wurde von der gleichen Firma angeboten. Sie machten eine Kreditprüfung und sagten mir, großartig, du bist 100% kreditwürdig. Busfahrer Pitt verdient $4,000 im Monat. Basierend auf meinem Einkommen, sagten sie, erhältst du $450,000 Kredit. Wie Johnny Pitt erhalten damals Hunderttausende von Amerikanern ganz leicht Hypothekarkredite. Es sind sogenannte Subprime-Hypotheken, minderwertige Hypotheken an Schuldner mit höherem Risiko. Die UBS in den USA. Die Großbank beschäftigt hier rund 30.000 Personen. Das sind mehr als in der Schweiz. Die Aufholjagd läuft. Doch plötzlich ist das Ziel, die Investmentbank Nummer 1 zu werden, gefährdet. Die amerikanischen Topmanager drohen mit dem Abgang. Das war eine Zeit, wo Haufen von sehr guten Leuten zu Hedgefonds übergewechselt sind, weil sie eben dort sehr viel mehr verdient haben und weniger haben müssen arbeiten. Und dann haben wir gesagt, um das Ganze zu adressieren, machen wir jetzt so eine Art Hedgefonds. Interlaken, 10. November 2005. Casino Kursaal. Das Kader der UBS trifft sich. Auf dem Programm ein Vortrag über eine neue Idee. Ein Hedgefonds, genannt Dillon Reed Capital Management. Praktisch ein Casino innerhalb der Bank. Hochspekulative Anlagen, damit eine Gruppe von Händlern nicht abspringt. Im Nachhinein muss man nachher sagen, dass bei der Umsetzung das eine oder andere schief gegangen ist. Es hat auch zu Spannungen geführt mit der Investmentbank, weil in der Investmentbank teilweise das Gefühl entstanden ist, dass da die besten Leute gehen, dass die mehr Geld verdienen können. Viele Investmenthändler wechseln zum UBS Hedgefonds, auch der Chef John Costas, von dem es nur dieses Fernsehbild vom Weltwirtschaftsforum Davos gibt. Costas nimmt rund 120 UBS-Händler aus der Investmentbank mit. Die meisten kommen aus der Abteilung für festverzinsliche Anlagen, genannt Fixed Income. Marcel Ospel zusammen mit Lukman Arnold. Arnold war kurze Zeit Konzernchef der UBS, der Vorgänger von Peter Wuffli. Heute repräsentiert Arnold eine Investorengruppe, die trotz den UBS-Verlusten im großen Stil Aktien kaufte. Von früheren Kollegen in der UBS weiß ich, dass viele mit der Gründung des Dillon Reed Hedgefonds nicht einverstanden waren.
Und wenn Sie die heutigen Probleme betrachten, so begannen diese tatsächlich damit, dass große interne Ressourcen eingesetzt wurden, um diesen Hedgefonds zu realisieren. Das ist doch eine sehr erstaunliche Struktur gewesen, dass da quasi der Investmentbanking-Head mit dem Fixed-Income-Head und den 120 besten Leuten da eine völlig unabhängige Sache nebendran aufbauen können, wo sie selber finanziell unglaublich viel davon profitieren können. Das hat doch zu Stirnrunzeln geführt, weitum. The talent in the fixed income. Die Talente aus Fixed Income wollten zum Hedgefonds gehen. Denn in der Investmentbank können sie viel verdienen. Aber im Hedgefonds gibt es noch viel mehr Geld, wenn er gut läuft. Es gab also große Anreize, dorthin zu gehen. Und sowieso, die meisten wollten mit den Erfolgreichen zusammen sein. Das Ergebnis war, die Fixed-Income-Abteilung, eine der drei wichtigen Abteilungen der Investmentbank, wurde richtiggehend ausgehöhlt. Und das wiederum hatte zur Folge, dass dort entscheidendes Wissen fehlte, und zwar bezüglich Handel und Risikokontrolle. In 2006, das entscheidende Jahr. John Costas beginnt mit seinem neuen UBS-Hedgefonds in den Immobilienmarkt zu investieren. Auch die Abteilung Fixed Income in der Investmentbank steigt ein. Eine Art Nachahmerstrategie, jedoch ohne genügende Risikokontrolle. Die Leute, die bei der Investmentbank zurückblieben, sahen, wie ihre ehemaligen Kollegen beim Hedgefonds investierten. Sie entschieden, dass sie auch erfolgreiche Händler sein wollten und begannen ebenfalls in viele gleiche Bereiche zu investieren oder zumindest in jenen Immobilienmarkt wie ihre Kollegen beim Hedgefonds. Ich glaube, die sind einfach zu weit gegangen und die haben eben die vorgegebene Strategie und den Ehrgeiz letztendlich so umgesetzt, dass sie eigentlich fast teilweise Bremsen ausgebaut haben. Und das hätte nicht passieren dürfen. Die Händler im ausgehöhlten Fixed-Income-Bereich stehen unter Erfolgsdruck. Sie müssen, damit sie Ospels Ziel erreichen, hohe Renditen erwirtschaften. Deshalb investieren sie noch mehr als John Costas. Sie glauben, diese Prime-Papiere seien ebenso sicher wie Obligationen, die sie normalerweise kaufen. Doch UBS-intern sind die Risiken bekannt. Der Ökonom Beat Kappeler war damals Referent an einer Tagung. Sein Vorredner hieß Klaus Wellershoff, UBS-Chefökonom. Ausgerechnet der UBS-Mann warnte damals vor dem überhitzten US-Immobilienmarkt, ein Jahr vor Ausbruch der Krise. Er hat natürlich volkswirtschaftlich argumentiert. Er hat einfach gesagt, dass dauernde Neuverschulden von bestehenden Hausbesitzern in Amerika, indem sie einfach die gestiegenen Werte von ihren Häusern ummünzen in neue Hypotheken und dann das verputzen für Ferien oder für Auto, das könne nicht weitergehen. Also er hat aus volkswirtschaftlicher Sicht gewarnt, es wird in Amerika zu einem Stillstand von der Ausgabenfreude kommen, von der Kaufkonjunktur. Und insofern ist das natürlich auch für andere Beobachter ist das schon irgendwie klar gewesen. Tatsächlich realisiert Subprime-Schuldner Johnny Pitt zu dieser Zeit, dass er bald seinen Hypothekarzins nicht mehr bezahlen kann. Wie viele andere Amerikaner hat er auf steigende Häuserpreise gehofft, damit er mit einer neuen Hypothek die Zinsen der alten zahlen kann. Doch jetzt sinken die Häuserpreise, der Traum vom eigenen Heim schwindet. Gartenarbeit ist der einfachste Teil jener Arbeiten, die ich erledigen muss. Aber alles hängt von meiner Hypothek ab, vom neuen Zins. Jetzt liegt der Ball bei meiner Bank. Sie hat die Hypothek gewährt. Ich habe genug bezahlt. Ich kann mir nicht leisten, mehr zu bezahlen. Johnny Pitt hat sich verrechnet. Wie viele andere Subprime-Schuldner auch. Und die Ursache beginnt hier. Bei Jim Aron. Er ist einer von vielen Brokern, die Hypotheken vergeben. Und die Broker haben an immer ärmere Schichten vermittelt. Es trifft zu. Wir werden für jede vermittelte Hypothek bezahlt. Es braucht also eine gewisse Charakterstärke, einem Interessenten zu sagen, ich finde, es ist nicht in deinem Interesse, diese Hypothek aufzunehmen.
Denn wenn ich das sage, erhalte ich keine Provision. Wem aber das Schicksal des Kunden egal ist, hat jede Möglichkeit, Hypotheken zu vermitteln. Die Hypotheken in Amerika sind nicht von der UBS geworden, sondern von lokalen verantwortlichen Banken und auch immer einfachere Leute und für immer risikovollere Objekte. Die Banken haben das dann probiert, Anleger in aller Welt zu verkaufen. Dazu bündeln sie hunderte von Subprime-Hypotheken zu Wertpapieren. Wer sie kauft, erhält viel Zins. Das Risiko dahinter liegt beim Käufer, beispielsweise einer Investmentbank. Der Broker behaltet den Kredit nicht selber, er verkauft ihn an einer anderen Bank. Die gibt es vielleicht weiter. Am Schluss ist es bei der UBS. Die Pakete mischt die Bank oft nochmals mit anderen Risiken und schnürt sie zu neuen Papieren, zu sogenannten CDOs. Geprüft mit mathematischen Risikomodellen erhalten sie das Qualitätssiegel AAA. Aber was sie genau enthalten, weiß jetzt kaum mehr jemand. Der Besitzer, der am Schluss den CDO hat, hat keine Ahnung mehr, wo das Kreditrisiko ist. Diese Papiere sind weit entfernt vom ursprünglichen Hypothekarschuldner. Sie sind mehrere Stufen entfernt. Das ist auch der Grund, weshalb sie so schwierig zu bewerten und so schwierig zu handeln sind. Je aggressiver das Hypothekenprogramm in den letzten 5-6 Jahren wurde, umso mehr Möglichkeiten hatten wir Broker, eine Hypothek an jemanden zu vermitteln, der wirklich nicht geeignet war, der große Schwierigkeiten hatte, den Zins zu bezahlen. Und so konnten auch diejenigen, die nicht qualifiziert waren, eine Hypothek erhalten. Vielleicht hätten die Banker in Amerika nicht nur ihre abstrakten mathematischen Risikomodelle anschauen sollen, sondern vielleicht einmal durch irgendeinen vernachlässigten Vorort von Cleveland laufen, wo sehr untere Mittelschichtfamilien gewohnt haben, wo aber Hunderttausende von Dollar pro Holzhütli, wie wir das aus Schweizer Sicht sagen, pro Holzhütli ausgelehnt worden sind und dann nachher von den eleganten Wall Street Bankern in grosse Pakete verpackt worden sind und verkauft worden sind. Hunderttausende von Amerikanern sitzen jetzt auf viel zu hohen Hypotheken. Sie können ihre steigenden Zinsen kaum mehr bezahlen. Die angeblich sicheren Subprime-Pakete enthalten in Wahrheit Hochrisikopapiere. Doch noch werfen die Papiere Millionen an Zinseinnahmen ab. Und so kann Peter Wuffli erneut Rekordzahlen vermelden. Der Aktienkurs steigt und steigt. Die amerikanischen UBS-Händler investieren immer mehr Milliarden in die Subprime-Papiere. Dank steigenden Zinseinnahmen rückt die UBS ihrem Ziel, Investmentbank Nummer 1 zu werden, näher. Die Bilanzsumme der UBS wächst und wächst. Auf umgerechnet 3 Franken Eigenkapital kommen rund 97 Franken Fremdkapital. Wir haben damals immer wieder Diskussionen gehabt über die Grösse der Bilanz. Und da hat es Leute gegeben, die skeptisch waren und gesagt, die Bilanz wird zu gross. Und andere haben gesagt, wenn wir jetzt aber im Wachsen sind, brauchen wir das noch oder wir müssen das anders managen. Das waren sehr extensive und auch heftige Diskussionen gewesen und die Leute haben sehr unterschiedliche Meinungen gehabt. Hans Geiger ist Professor am Bankeninstitut der Universität Zürich. Eine zu große Bilanz sei gefährlich, sagt er. Insbesondere, wenn die darin enthaltenen Handelsbestände das Eigenkapital massiv übersteigen. UBS hat noch Ende 2006 hat sie über 800, wenn nicht 900 Milliarden Handelsbestände gehabt. Das ist oft eine Anlage, das ist das, was ich als einen Hedgefonds bezeichne. Und der Betrag ist im Vergleich zum Eigenkapital enorm hoch. Das ist 20 Mal mehr. Und das ist sehr gefährlich. Philipp Hildebrandt, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank. Er schrieb bereits vor Ausbruch der Krise, die UBS-Bilanz sei gefährlich groß. Was wir einfach gesehen haben, ist eine zunehmende Fokussierung auf einen wachsenden Risikoappetit in der Bilanz, insbesondere im Eigenhandel im Bereich des Investmentbanking. Wir sind damals im Jahr 2006 und 2007 auf einer Expansionsstrategie gewesen. Das war eine angekündigte Strategie gewesen. Und
das hat eben auch Bilanzvolumen und Handelspositionsvolumen braucht, oder? Also im Grunde genommen kommen wir auch immer wieder auf das gleiche Thema drauf zurück, dass man eine Strategie hat, man tut die umsetzen und dann tut man sie vielleicht teilweise nicht richtig umsetzen oder macht eine Fehlbeurteilung. Und da sind, wie gesagt, andere Leute haben früher gebremst und andere haben das gleich gemacht wie wir. Die Annahme, dass grundsätzlich der risikobasierte Weg über das Modell, die Bilanzsteuer, dass das ein sinnvoller Weg ist, das war eine Annahme, die sehr weit verbreitet ist. Und da ist die UBS in keiner Art und Weise in einer einmaligen Situation. Alle Banken sind mehr oder weniger sind auf diesem Weg. Die UBS hat einfach das Vertrauen in die Risikomodelle vielleicht von allen Banken am meisten ausgereizt. Und ich glaube, das erklärt, wieso dass am Schluss die UBS letztlich am meisten betroffen war, praktisch mindestens relativ gesehen von allen grossen internationalen Banken. Da gibt es Leute, die sind pessimistischer gewesen damals und andere, die sind optimistischer gewesen. Und wir haben vielleicht mehr zu den Optimisten damals gehört und das ist im Rückblick falsch. Jahreswechsel 2007. Wenige Wochen später, am 7. Februar, übersieht die UBS nochmals ein Warnsignal. Der Hypothekenanbieter New Century und die Großbank HSBC informieren über Gewinneinbrüche wegen des US-Immobilienmarktes. 6 Tage später kommt Peter Wuffli erneut die Treppe hoch. Wiederum Rekordergebnisse. Das Ziel Nummer 1, so Ospels Vorgabe, muss im nächsten Jahr erreicht werden. Das Jahr hat gut begonnen. Wir haben eine gefüllte Pipeline. Allein über das letzte Wochenende haben wir 25 Milliarden in Indien in 2 großen Transaktionen beraten dürfen. Das Gefühl der Investoren ist gut. Gut gelaunt nimmt der damalige Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel wenige Wochen später an einer Versteigerung teil. Schönes Bild und freue mich darüber und habe auch Freude darüber, dass ich dieser Stiftung etwas zu gut tue. Ein Jahr später werden in den USA gewisse Straßen so aussehen. Immer mehr Subprime-Schuldner müssen ihre Häuser verlassen. Die UBS glaubt damals, sie sei davon nicht betroffen, denn ihre Immobilienwertpapiere seien von höchster Qualität, sogenannt Triple A. Dort war es so, dass eben die Kontrollinstrumente im Rückblick nicht ausreichend waren. Die haben sich allzu stark auf die Ratingssysteme verlassen und haben gesagt, das sind Positionen, die Triple A haben. Und das war im Rückblick ein Fehler. Man hat dort nicht nur auf die Rating-Geschichte schauen, sondern also man hat nicht nur auf die Rating-Geschichte geschaut, aber man hat insbesondere auch müssen sagen, dass die Ratings an und für sich noch nicht ausreichend sind und dass man viel tiefer in die Substanz muss hineingehen. Und so investieren bei der UBS in Stamford die Händler weiter in die angeblich sicheren Papiere. Den Ausstieg anderer Banken aus diesem Markt sehen sie als zusätzliche Gewinnchance. Deshalb wird die Bank später so viel verlieren. Kurz vor Platzen der Blase kaufen die amerikanischen UBS-Händler nochmals im großen Stil neue Papiere. So Kuros Bericht an die Aktionäre. Man hat eine explizite Strategie gefahren, im Prinzip spät, eben schon Anfang 2007, noch einmal das Risiko zu erhöhen. Zu einem Zeitpunkt, wo andere Banken teilweise bereits ihre Bestände an Subprime-Papier haben abgestossen im Markt. Damals war der Markt noch liquid gewesen. Man hätte die noch verkaufen können. Es hat also einen Moment gegeben, insbesondere im Mai, wo andere grosse internationale Banken Bestände noch verkauft haben am Markt und die UBS das praktisch noch übernommen hat in dieser Strategie vom Risikoverfahren. I think it's hard to understand. Es ist schwierig zu verstehen. Ja.
Es ist richtig, dass zu dieser Zeit einige der wichtigen Investmentbanken bereits aus dem Markt ausstiegen und ihre Positionen reduzierten. Die UBS jedoch machte das Gegenteil. Ich kenne den Preis nicht, zu denen die Pakete von anderen Banken erworben worden sind, noch im zweiten Quartal 2007, aber wahrscheinlich ein bisschen günstig, denn die Banken, andere Banken haben sich ja trennen wollen. Also wahrscheinlich war es appetitlich, sich auf diese Brücke zu stürzen. Und das ist natürlich im Nachhinein ex post das Tragische an dieser Geschichte, dass man im Prinzip extrem prozyklisch gehandelt hat. Es scheint, dass sie damals noch nicht verstanden hatten, wie und in welchen Bereichen sie engagiert waren. Deshalb realisierten sie auch nicht, wie hoch sie im US-Immobilienmarkt exponiert waren. Im April 2007 diskutiert Konzernchef Peter Wuffli, so der Aktionärsbericht, mit Marcel Ospel das große Bilanzwachstum. Doch beide erachten Sofortmaßnahmen als nicht notwendig. Man hat den Eindruck, nicht einmal auf der Stufe der Geschäftsleitung der Investmentbank haben wir genau gewusst, was läuft. Geschweige in Zürich im Group Executive Board haben wir gewusst, was bei den Traders in New York und London läuft. Und der Verwaltungsrat hat wahrscheinlich auch gar nichts gewusst. Schätzungsweise 20 Milliarden Schweizer Franken investieren die amerikanischen Händler zusätzlich in dieser kritischen Zeit. So die Berechnung des Schweizer Fernsehens. Der Bestand an Subprime-Papieren steigt von 40 Milliarden Ende 2006 auf rund 60 Milliarden Ende Juni 2007. Peter Kurer will explizit zu den Zahlen keine Stellung nehmen, aber er bestätigt, dass die Händler im ersten Halbjahr 2007 noch massiv Subprime-Papiere zukauften. Wir sind ja nicht direkt im Immobilienmarkt, also wir haben selber nicht Häuser gekauft und wir haben auch nicht direkt Hypotheken gegeben, sondern wir sind eigentlich in eine Art Pfandbrief, verbriefte Wertschriften rein und die Derivative, die zusammengebaut worden sind aus diesen verbrieften Instrumenten. Also wir sind sehr indirekt gewesen und die Instrumente sind teilweise gemischt gewesen mit anderen Komponenten und die sind dann eben geratet worden und man hat das Gefühl gehabt, das sind Anleihen, die zwar einen Bezug haben zu dem Immobilienbereich, aber nicht direkt im Immobilienbereich und darum ist das ein anderer Markt und der wird sich anders verhalten. UBS Zürich Opficon, sogar hier. Wenige Kilometer vom Konzernsitz entfernt lagerten in der Liquiditätsabteilung Milliarden von Immobilienpapieren. Hier wird der tägliche Geldbedarf gesteuert. Es ist das Herz der Bank. Die Abteilung legte früher teilweise in japanischen Staatsanleihen an. Dann entschied die UBS, das Geld umzuschichten in Papiere, die große Teile an amerikanischen Hypotheken enthielten. Das ist ja fast irgendwie eine Ironie von der Risikokontrolle. Und dann hat man also gesagt, das muss man aus Risikoüberlegungen zurücknehmen. Und dann haben sie eine Alternative gesucht und haben gefunden, dass da die AAA-Geschichte da in dem Subprime-Bereich, dass die letzten Endes höhere Sicherheit und erst noch ein bisschen besseren Ertrag bildet. Das ist die Realität, das ist das, was man sich vorgestellt hat. Im Nachhinein wäre man natürlich gescheiter in den japanischen Regierungsanleihen drin geblieben und hat das Geld nicht verloren. Über die Immobilienpapiere informiert die Liquiditätsabteilung die UBS-Spitze regelmäßig. Das ist zentral für eine Bank. Doch offensichtlich erkennt die UBS-Spitze damals die Brisanz der Anlagen nicht. Sie glaubt, die Gelder seien sicher. Jahrespressekonferenz der Eidgenössischen Bankenaufsicht im April 2008. Der Direktor der Aufsichtskommission enthüllt, wie die UBS damals im März 2007 die Risiken völlig falsch einschätzte. Wir haben im Winter vor einem Jahr hat man Fragen gestellt nach der Exposition und erhielt von der UBS Anfang März die sehr beruhigende Antwort, dass sie voll abgesichert, ja sogar überabgesichert seien, also short. Das hat sich dann im Nachhinein als so ziemlich falsch, aber unbewusst falsch herausgestellt, indem die Bank nicht alle ihre Risiken richtig erfasst hatte und ihre Absicherungen, ihre Hedges massiv überschätzte. Johnny Pitt
kann zu dieser Zeit seine Zinsen kaum mehr bezahlen. Erst am Ende. Und auch seine Nachbarschaft. Immer mehr Häuser stehen leer. Mein größtes Projekt ist jetzt, die Zinsen in den Griff zu kriegen, damit dieser Alligator nicht mein Einkommen frisst. Jetzt zahle ich 75% meines Lohns und bald werden es über 100% sein. Inzwischen gibt es auch bei der UBS das erste Subprime-Opfer. Den Hedgefonds DRCM von John Costas. Am 3. Mai 2007 wird der Hedgefonds DRCM geschlossen. Costas hat sich am Subprime-Markt verspekuliert. Laut Aktionärsbericht damals ein Verlust von 145 Millionen Franken. Konzernchef Peter Wuffli wird erstmals intern und extern kritisiert. Valencia, 28. Juni. Der Verwaltungsrat der UBS trifft sich. Der Aktienkurs ist auf Rekordhöhe. Man genießt den spektakulären America's Cup. Die Schweizer Yacht Alinghi gegen das neuseeländische Team. Die von der UBS gesponserte Alinghi ist auf Siegeskurs. In der anschließenden Sitzung stützen die Verwaltungsräte nochmals ausdrücklich Marcel Ospels Wachstumsstrategie. Von drohender Subprime-Krise kein Wort. Damals sind wir und ist der Verwaltungsrat davon ausgegangen, dass wir ein super Halbjahr haben. Und wir sind auch davon ausgegangen, dass wir ein gutes zweites Halbjahr werden haben. Und wir sind insgesamt der Ansicht gewesen, dass es ein Rekordjahr geben wird. Umso überraschender der nächste Entscheid. Peter Wuffli wird in Valencia durch Marcel Rona ersetzt. Ein rätselhafter Sturz. War der Hedgefonds der Grund? Die UBS spricht von einem Generationenwechsel. Ich hatte den Abgang Wuffli sehr überrascht. Die Öffentlichkeit hat auch die Erklärungen geglaubt, obwohl die Erklärungen sind eigentlich nicht sehr glaubwürdig gewesen. Man hat gesagt, man will jetzt den Generationenwechsel in der Generaldirektion einleiten. Dabei ist der Herr Wuffli kaum 50. Also weißt du, was es da für Generationenwechsel zu machen gibt? Hören Sie, wie gesagt, das ist eine Nachfolgeregelung, eine Nachfolgeregelungsfrage. Das haben wir so gesagt. Ich bin nicht an der Sitzung dabei. Ich gehe aber nicht davon aus, dass der Verwaltungsrat da der weiteren Öffentlichkeit einfach etwas sagt, wo nicht stimmt. At the time it was implied that it was more to do. Damals wurde der Anschein erweckt, es habe mehr mit Nachfolge denn mit Risiken zu tun. Im Rückblick kann man das anders interpretieren. Eines aber scheint mir klar. Peter Wuffli hatte weder die Autorität, den Hedgefonds DRCM aufzubauen, noch jene Milliarden von Dollar dorthin zu verschieben. Er hatte auch nicht die Autorität, wichtige Änderungen am Geschäftsmodell der Investmentbank vorzunehmen. Peter besaß diese Autorität nicht. Zu wenig Autorität und damit nicht das Format, Verwaltungsratspräsident zu werden? Die Spekulationen bleiben unbeantwortet. Peter Wuffli will keine Auskunft geben. In Valencia verabschiedet sich die UBS-Spitze in den Sommerurlaub 2007. Ich bin in die Sommerferien gegangen und das Gefühl hatte, dass die Bank in einer guten Situation ist. Man hatte das Gefühl, dass die DRCM-Geschichte eine sehr unangenehme Geschichte war. Wir haben aber das Gefühl, wir haben zwar Fehler gemacht, wie wir die sozusagen gegründet haben und in Operation gesetzt. Wir haben aber umgekehrt gefunden, und das im Übrigen auch von unseren Aktionären und von der Presse, dass wir eigentlich dann rasch gehandelt haben und das Zeug wieder zugemacht haben im ersten Moment. Und wir haben eigentlich das Gefühl, das ist hinter uns. Und umgekehrt haben wir dort, wir haben die Bär-Transaktion gehabt, wir haben dort sehr viel Geld verdient. Das Unternehmen ist gelaufen, in den meisten Bereichen ist es sehr gut gelaufen. Und wir sind da zuversichtlich, sind wir in die Ferien gegangen. Am nächsten Tag, dem 29. Juni,
beginnt die Finanzkrise. Auslöser ist die Bank Bear Stearns. Sie muss massenhaft Subprime-Wertschriften verkaufen, weil zwei ihrer Hedgefonds Probleme haben. Die Verkaufswelle lässt die Preise für Subprime-Papiere zusammenbrechen. Das hat sehr abrupt angefangen und das ist ja auch wirklich das Bild, die Sommerferien, letzten Tag auf der Terrasse und plötzlich fängt es an. Und das Bild ist eigentlich sehr schön, die Dynamik von dieser Krise. Und das ist etwas, was auch wir ganz klar und alle Notenbanken unterschätzt haben, dass die Vehemenz von diesem ganzen System und wie schnell das sich das ausbreitet hat, sowohl regional als auch global, wie auch in den verschiedenen Marktsegmenten, sei es der Geldmarkt, sei es andere Märkte. Ein Jahr später wird Marcel Ospel die Krise folgendermaßen schildern. Die Marktrisiken veränderten sich in kürzester Zeit in einem horrenden, in diesem Ausmaß niemals zu erwarteten Tempo. Auch erfahrene Marktexperten sprechen von der vielleicht schwierigsten Phase für die Finanzwirtschaft seit dem Börsencrash von 1929. Und die UBS ist mittendrin. Sie sitzt auf Subprime-Papieren im Wert von rund 60 Milliarden Franken. Mehr als das Eigenkapital. Am 6. August 2007 die erste von vielen Krisensitzungen. Das ist extrem besorgniserregend gewesen, das weiss ich noch. Wir sind dort sofort angefangen intensiv zu arbeiten, gewusst, dass die Ferien fertig sind und haben da rund um die Uhr gearbeitet, um das Zeug besser verstehen, was man machen muss. Wir haben allerdings dort noch nicht das Gefühl gehabt, dass es wirklich die ganz grosse Krise ist. Das würde ich meinen, ist dann eigentlich eher erst in zweiten Schub, also in dem Schub, würde ich sagen, im September oder dann eigentlich noch mehr, wo es dann wirklich ganz knüppeldick gekommen ist, ist dann gewesen, wo wir die dritte Profitwarnung gemacht haben. 14. August, die erste Gewinnwarnung. Noch dominiert das Positive. Es läuft gut bei der größten Bank der Schweiz, der UBS. Sehr gut. 79% mehr Gewinn meldet die Bank. Marcel Rohners Profitwarnung an diesem Tag geht fast unter. Wenn das so weitergeht bis ans Ende des Quartals, dann glauben wir, werden wir Ende Jahr für die zweite Hälfte ein Ergebnis haben, das unter der zweiten Hälfte liegt vom Vorjahr. Anderthalb Monate später, der erste Abschreiber. Satte 4 Milliarden Franken muss die erfolgsverwöhnte UBS abschreiben, weil sie sich auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt verspekuliert hat. Wiederum einen Monat später die nächste Gewinnwarnung. Es ist enttäuschend. So hat der Konzernchef der UBS, Marcel Rohner, heute das Quartalsergebnis seiner Bank quittiert. Auf der einen Seite haben wir uns sicher viel zu sehr auf historische Betrachtungen, Risikoeinschätzungen verlassen. Auf der anderen Seite haben wir die Bilanz zu sehr wachsen lassen. Anfangs Dezember. Bei dem nächsten Schub haben wir dann gemerkt, dass das so gross ist, dass das ans Eingemachte geht und dass wir mehr Kapital brauchen. Und dann sind wir dann sofort auf die Piste und haben geschaut, dass wir eine Lösung für das Kapital finden. Und das haben wir dann in ein paar Tagen angebracht. Die UBS findet zwei neue Investoren, die 13 Milliarden Franken Kapital einschießen. Gleichzeitig gibt sie weitere Abschreibungen bekannt. Die größte Schweizer Bank, die UBS, muss weitere Abschreibungen machen. Rund 11 Milliarden Franken sind es diesmal. Ursache ist erneut die US-Hypothekenkrise. UBS-Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel nimmt dazu erstmals öffentlich Stellung. Also was wir jetzt gemacht haben, das repräsentiert ein absolutes Stressszenario im amerikanischen Immobilienmarkt. Das sind ja nicht Abschreibungen, also erlittene Verluste, sind Wertberichtigungen, also mit Blick auf erwartete Verluste im Immobilienmarkt. Und wir sind sehr, sehr weit gegangen. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das noch viel schlimmer werden könnte. Wieder liegt Marcel Ospel falsch.
Die Situation wird noch schlimmer. Jetzt liegen die Zahlen also auf dem Tisch und sie sind hart. Die UBS muss nochmals 4,3 Milliarden abschreiben. Insgesamt hat sie jetzt 20,9 Milliarden abgeschrieben und die Spirale dreht sich weiter. Es gab eine lange Periode, in der sie glaubten, sie seien im Subprime-Markt nicht exponiert. Dann langsam kamen alle diese verschiedenen Positionen zum Vorschein und sie merkten, dass man das alles zusammenzählen muss. Das Ergebnis war eine riesige Zahl. Ich denke, dieser Prozess brauchte Zeit und ich denke, sie glaubten wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt das, was sie sagten. Aber sie hatten noch nicht alle Fakten beisammen. Und dann am 1. April der große Schock. Nochmals 19 Milliarden Abschreibungen. Marcel Ospel tritt zurück. Besiegelt haben den Abschied des mächtigsten Bankiers des Landes die neuesten Abschreiber, welche die UBS heute bekannt geben musste. Mit den zusätzlichen 19 Milliarden sind die Abschreibungen im April auf total 40 Milliarden angestiegen. Ich bin überzeugt persönlich, dass wir mit diesen Maßnahmen jetzt dieses Problem im amerikanischen Immobilienmarkt hinter uns bringen können. Das haben Sie letztes Mal auch gesagt, als die neuen Abschreibungen bekannt wurden. Wir haben das letzte Mal nicht in dem Ausmaß, also mit dieser Aggressivität wertberichtigt, wie jetzt in dieser Runde. Es ist natürlich entsetzlich, so viel Geld zu verlieren, so viel Früchte von vergangenen Jahren, Jahrzehnten, die man aufgehäuft hat, zu verlieren. Und es ist sicher auch bitter, was jetzt zutage tritt an fehlender Risikovorsorge, an langsamen Reaktionen, die man in dieser Bank gesehen hat. Das sind natürlich dann Schäden im Ruf, die mehrere Jahre anhalten könnten. Der Verlust ist absolut unglaublich und riesengroß. Und dass das möglich war und sich so entwickeln konnte, das muss durch weite Schichten durch die Bank durchgegangen sein. Es muss auf weiten Ebenen sind Fehler passiert, Fehleinschätzungen. Der oberste Verantwortliche, Marcel Ospel. Er verzichtet auf den Bonus für das Jahr 2007. Aber in den Jahren zuvor hatte er Millionen an Boni erhalten. Ich finde, Bonus fürs Versagen ist immer falsch. Und es ist ebenfalls falsch, wenn heute Leute sagen, ich habe für dieses Jahr auf den Bonus verzichtet. Diese Leute vergessen, dass sie Boni erhielten für das Geschäft in den letzten 5 Jahren, in denen eigentlich die heutigen Probleme verursacht wurden. Verantwortlich auch Peter Wuffli. Er ließ zu, dass die Händler praktisch ohne Limiten Subprime-Papiere kaufen konnten. Verantwortlich auch der Amerikaner Jenkins, der sich die Strategie ausdachte, und Clive Standish, der den Händlern das Geld zur Verfügung stellte. Ihre Verträge sind aufgelöst, doch sie erhalten total 94 Millionen Franken. Davon 30 Millionen Bonuszahlungen für die aktive Zeit bei der UBS. Was jetzt in der Realität passiert, ist, dass man sich normalerweise in diesen Situationen von jemandem sofort trennen wollte. Und dann muss man aber halt auch den Lohn weiterzahlen für die ganze Frist von der Kündigungsdauer, und das ist ein Jahr. Und das führt nachher in der Endabrechnung zu diesen hohen Zahlen, die, wie gesagt, die sind nachher in der Erscheinung durchaus sieht das unschön aus. Am meisten erhielt offenbar John Costas, Chef des geschlossenen Hedgefonds Dillon Reed Capital Management. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass man Leute, die hervorragende Leistung bringt, wahnsinnig gut zahlt. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Situation notwendig. Man kann sagen, das ist nicht fair, das ist ungerecht, dass jemand 20, 30 Millionen verdient. Das ist eine Betrachtung. Die andere Betrachtung ist, die Leute teilweise machen auch einen wahnsinnig guten Job. Wo ich ein sehr grosses Problem habe und das für absolut unzulässig erachte, ist dort, wo man Leute enorm viel Geld zahlt, obwohl sie enormen Schaden angerichtet haben. Und das ist meines Erachtens Situation im Zusammenhang mit Dillon Reed Capital Management. Was ja viele Leute stört, dass John Costas mit grosser Abfindung rausgegangen ist.
Man redet sogar von 180 Millionen Dollar, die er alles in Amt kassiert hat. Also nur so weit, die Zahl ist weit über dem, was es wirklich war. Was zu sagen ist, in dem spezifischen Fall, ist richtig, dass man da am Schluss eine Zahlung gemacht hat. Aber der Vertrag war eben so aufgebaut, dass wir Möglichkeit hatten, die ganze Sache über Nacht zu schliessen. Und das war für uns immer ganz ein wichtiger Aspekt. Hauseigentümer Johnny Pitt ist verschwunden. Das Telefon ausgeschaltet. Er ist, wie viele andere, ein Opfer der Subprime-Krise geworden. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, besten Dank für das Vertrauen und die Wahl, die ich gerne annehme. Peter Kurer hat jetzt die schwierige Aufgabe, die Aktionäre und die Kunden zu überzeugen. Wie gesagt, ich betrachte dies persönlich als Verpflichtung, die Bank auf den Erfolgspfad zurückzuführen. Die UBS überlebt natürlich, das ist selbstverständlich. Aber die UBS wird ganz eine andere Bank sein. Sie wird sicher keine Ambitionen mehr haben, eine führende Investmentbank zu sein. Sie wird alles dafür tun, um ihre führende Position im Privatkundengeschäft zu verteidigen. Verwaltungsrat und Konzernleitung sind sich einig und hegen nicht den geringsten Zweifel, dass wir Veränderungen vornehmen müssen. Tiefgreifende Veränderungen. In Bezug auf die Art und Weise, wie wir mit Risiken umzugehen haben. Wenn Sie es in einem größeren Zusammenhang betrachten, dann ist es so, dass der Marktwert der UBS wieder zurückgefallen ist auf jenen von 1998. 10 Jahre zurück also. Alles, was erreicht wurde, ist wieder verloren. Dies schließt insbesondere die Überprüfung der Gestalt und Form unserer Investmentbank sowie eine klare Eingrenzung des Risikoappetites unseres Unternehmens ein. Die Bank muss sich wieder auf die Kunden fokussieren. Ein bisschen weg von Grössenwahnsinn im Investmentbanking, von Prozessen und Sachen im Private Banking, sondern sich wieder mal im Klaren werden, der Wert der Bank ist das Kundengeschäft, sowohl im Private Banking wie auch im Investmentbanking. Zuallererst haben wir uns darauf festgelegt, unsere einzigartige Position im Vermögensverwaltungsgeschäft sowie unsere UBS-Marke zu schützen und weiter zu entwickeln. Hier müssen wir hart arbeiten, um unsere Reputation und das Vertrauen unserer Kunden und Investoren, unserer Mitarbeiter und unserer Aufsichtsbehörden rasch zurückzugewinnen und neu zu verankern. Es besteht die Chance zu einem durchaus vertretbaren Neuanfang, wo aber zuerst muss seine Bewährung zeigen, bevor generell das Vertrauen sich eben vor gerade anderen grossen Operateuren in den internationalen Märkten wieder voll hergestellt ist. In meiner neuen Rolle halte ich mich an die Worte Pestalozzis, wenn er sagt, Entschlossenheit im Unglück ist der halbe Weg zur Rettung. Ich danke Ihnen. In den nächsten Wochen muss die UBS wohl weitere Abschreiber vornehmen. Noch ist sie nicht über den Berg. Noch ist die Finanzkrise nicht ausgestanden.